What do we want? 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 Climate justice! What do we want? No! What do we want? Climate justice! What do we want? No! What do we want? It's not a body hour! It's not a body hour! We want a livable future, and we shouldn't be going to school and learning for something that we won't be able to have. Since we can't vote, that we should fight in a way that we are allowed to, and this is what we're doing. Zu vertrauen in deine Generation, dass der Einsatz dann auch persönlich geleistet wird oder man auch bereit ist, wirklich auch anders zu leben oder ein bisschen auch mal auf was zu verzichten? Teils. In meiner Blase, in der ich lebe, ja, definitiv. Also da findet das schon statt. Ich erlebe auch immer mehr, dass auch Leute, von denen ich es jetzt weniger erwartet hätte, dann trotzdem plötzlich zu mir kommen und sagen, hey Joy, wie ist es denn damit? Was kann ich da machen? Das heißt, es findet schon irgendwo ein Wandel statt. Aber natürlich hat man auch wieder Tage, wo man Sachen liest oder hört und sich denkt, ja, okay, das hat keinen Sinn mehr, wir werden alle sterben. What is your opinion on this demonstration here? This is climate radicalism. Radicalism? Yeah. Okay. And I don't know, so far they are kind of a peaceful. But after 2-3 years they might grab a wigwams. The climate change is real. I know because I'm from Finland. Die Transporte müssen besser organisiert werden, sodass auch die Personen finden, dass es gut ist, mit dem Bus oder dem Zug zu fahren. Denn jetzt ist das nur eine Katastrophe. Und fährst du viel Bus? Ja, ich fahre nur mit dem Bus. Ich habe keinen Führerschein. Ich fahre nur mit dem Bus. Ist es schuld? Heute ist nicht so viel Leid wie die letzte Kehr. Die letzte Mal. Finden Sie das Thema gut? Ja, ja, sicher. Thema ist ganz gut. Wir sind auf der Suche nach anderen Planeten, um uns einen neuen Weg zu ebnen. Bauen riesige Raketen, sind dabei, uns zu vernebeln. Viele lachen über unsere Anstalten, die Erde zu erhalten, mit ihren unendlichen Gewalten. Es geht nicht darum zu warten, bis du die Katastrophe auffüllst in Luxemburg, bis es dich trifft und du nicht weißt, wohin. Steigende Meere, schmelzendes Eis. Stört es dich nicht, dass in ein paar Jahren keiner mehr weiß, was sauberes Wasser ist? Plastikpartikelfreie Luft, Ozeane ohne Flaschen, Zahnbürsten und Schmutz. Wenn deine Kinder fragen nach Pinguinen und Giraffen und du rumdruckst und nicht zugeben kannst, die Zukunft der Welt lag auch in deiner Hand. Alles meine Gesichter, aber Kinder nicht geheilt und ein Journalist gesehen. Ich sitze unter Playa, filme mein Ganja. Mein Blick schweift über Fortuna Vaga. Alles war durch gesehen, geheiert mir. Aber den hat nicht geheiert und den schon hat nicht gesehen. Ja, ich sitze noch da. Naja, bin mir mein Ganja. Mein Blick schweift über Fortuna Vaga. Alles war durch gesehen, geheiert mir. Aber den hat nicht geheiert und den schon hat nicht gesehen. Das ist ein Thanksgiving für uns. Merci, merci. Merci. Skinny Jay, Comeback, Kölner Tun, wir sind bei Stay Fu, zusammen Stay Fu. Von heute an beginnen wir die Week for Future und alles endet am 27. Und da haben wir eine riesige Demo mit über 33 verschiedenen Organisationen. Und am 27. haben wir, also wird es genannt United for Climate Justice, und dass wir alle zusammen dann streiken gehen für unsere Planet.
so heavy.